Neumann und Ömer Cankadesna. Der Fight im Leichtgewicht. Der junge, hungrige Kämpfer gegen den erfahrenen Fighter. Seconds out, bevor er aus dem Ring. Seconds out, please. Na, der Junge ist hungrig, aber der alte Wolf weiß, wie gejagt wird. Also schauen wir doch mal. Sultan der, der Druck macht, bisschen vorwärts marschiert. Ömer der, der abwartet. Ach, das war nur eine hingehauchte Linke da von Sultan. Schöner Roundhouse-Kick zum Kopf, aber gut geblockt. Aber es war ein sauberer, harter Kick. Gutes Striking bei Soleimani. Und Cankadesna, der lauert einfach, der wartet dort. Muss aber die Linke mitnehmen. Die er abgeschossen hat. Ja, beide versuchen mit ihrer vorderen Hand, mit der Führhand ein bisschen zu fingieren. Suchen die Lücke. Wow, die Linke gerade von Soleimani. Bisher beide immer nur mit Einzelaktionen. Schnell rein, schnell raus und auch da rasch zurückgezogen. Beide sind noch so ein bisschen im Findungsmodus. Aber man sieht eine Sache, die zeigt, dass der Jüngere von beiden, nämlich Sultan. Schöner Ausheber. Soleimani bringt seinen Gegner zu Boden. Jetzt wollte ich ihm gerade sagen, dass er bei den Standaktionen immer so ein bisschen nach unten geschaut hat. Kann aber auch sein, dass er sich da die Fußstellung angeguckt hat von Ömer Cankadesna. Lässt ihn hoch. Oh, hat er erwischt. Angeklingelt. Beim Aufstehen hat er ihn erwischt. Und jetzt setzt er brutal nach. Also da will er jetzt sofort das Ende herbeiführen. Cankadesna, schlechte Verteilung. Ganz schlecht deckt Frage, er sich da. Ob er sich erholen kann von dem ersten harten Ömer, Treffer. Du musst die Hände vors Gesicht bringen und du musst dich besser verteidigen. Er muss die Position vor allem verändern. Er kann da nicht bleiben, zusammengekauert. Nein, das schafft das er nicht mehr. Das war... ein Sieg in der ersten Runde. Ausschlaggebend war hier der linke Haken von Soleimani. Als sein Gegner versucht hat aufzustehen, hat er den linken Haken am Kopf platzieren können. Und das hat das Ganze so eingeleitet. Wenn du dann eine Zeit lang benommen bist, hat natürlich dein Gegner die Möglichkeit nachzusetzen und dich mit harten Schlägen zu treffen. Da hat er erstmal den Takedown sich geholt. Jetzt dann bin ich gespannt, ob wir sehen. Da. Aufwärtshaken. Aufwärtshaken. Nochmal drin, nochmal rechts. Und dann lässt er auch nicht mehr raus. Also da hat er auch sofort erkannt, dass er in dem Moment absolut überlegen ist. Und Ömer kriegt keine richtige stabile Verteidigung hin. Sultan bindet da auf der anderen Seite sogar noch die rechte Hand. Macht es ihm noch schwerer. Sauber ausgenutzt. Der 23-jährige Sultan Hussein Soleimani. Ja, das war clever gemacht von ihm. Er hat nicht versucht, am Boden zu bleiben, hat seinen Gegner wieder hochkommen lassen. Und just in dem Moment hat er ihn mit dem Haken abgeschossen. Das war, ja, wie soll ich sagen, relativ leicht für ihn, wenn du als Kämpfer... Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Traditionen sind bekannt und wichtig. Vor der Urteilsverkündung, großen Applaus für zwei große Kämpfer, Sultan Soleimani, Ömer Cankadesna, danke für den Kampf. Hätte nicht passieren dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Minuten 18 in der ersten Runde. Wir haben ein Referee-Stoppage. Der Sieg geht an den Mann aus Duisburg, Sultan Soleimani.